Gesetz? Ist Kindererziehung ohne Prügelstrafe überhaupt machbar? Warum wird die Prügelstrafe in der Erziehung nicht einfach abgeschafft und verboten? Darüber streiten wir uns heute Abend. Wir haben wie immer viele Gäste eingeladen. Fünf davon sitzen hier vorne. Am besten, ihr stellt euch kurz vor. Ich bin der Florian. Grüße meinen Sohn Max mit 8 Jahren, der wahrscheinlich immer noch nicht im Bett liegt. Und bin von Beruf Rundfunkjournalist. Hörfunk. Hallo, ich bin die Gitti, bin 25 Jahre alt, habe 2 Kinder, den Thomas und Andreas, die sind fast 5 und wird unter andere 4. Bin alleinerziehend und grüße meine Kinder und meinen Freund. Ich bin Dominik, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Hamburg, arbeite seit sechs Jahren als Erzieher in einem Kinderladen. Machst du weiter? Ich habe keine Kinder. Mein Name ist Ellen, ich bin 35 Jahre alt. Ich habe 5 Kinder, die ich auch herzlich grüße. Ich kann meinen Kleinen leider nicht sehen, er glaubt das. Ich könnte ihn auch sehen, aber das geht ja nicht. Die sind von 13 und die Jüngsten sind Zwillinge, sind 5 Jahre alt. Ja, mein Name ist Marika, ich komme aus Limburg. Ich bin 29 Jahre alt und habe 2 Kinder. Meinen Sohn Markus, der ist 9 und meine Tochter Jessica, die ist 4 Jahre. Titel unserer Sendung heute ist, eine Ohrfeige hat noch keinem geschadet. Lass mal bei der Ohrfeige anfangen. Hat die Erziehung schon versagt, wenn Eltern ihre Kinder ohrfeigen, oder gehört das einfach dazu? Ja, ich bin der Meinung, es gibt Punkte, die die Kinder und Grenzen, die die Kinder meistens, oder zumindest jetzt meine, ich kann ja nur für mich selbst reden, die meine Kinder nicht einsehen. Und da ist es für mich das allerletzte Mittel, was anzuwenden ist. Es ist aber dann nett, dass das eigentlich das Letzte ist, dass es ihr, also sie nachlassen, also dass sie keine Kraft mehr haben, dass sie deswegen dem Kind einschmieren. Nee, das ist nicht, weil ich keine Kraft mehr habe. Es gibt einfach Sachen, wenn man nicht hört und man bekommt das 50 Mal gesagt, was soll ich dann noch machen? Gibt es da keine andere Strafe als ein Watschen? Ja doch, man kann auch anders, man kann das auch versuchen, das habe ich auch gemacht. Aber das hat nicht geklappt. Und wenn ich immer nur da mit dem Zeigefinger stehe und drohe, wenn du und dann, und dieses und dann kommt nie, dann bin ich ja auch irgendwo unglaubwürdig. Also ich gebe zu, also mir rutscht leider die Hand immer noch hin und wieder aus. Aber mein Ziel ist es, dass ich meine Kinder erziehe, ohne dass mir die Hand ausrutscht. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich konsequent bin und auch andere Strafen einsetze, dass es genauso gut ist, als wenn ihr Watschen gibt. Woher nimmst du denn das Recht überhaupt? Dass du glaubst, dass du ein Kind, nur weil es schwächer ist, körperlich schwächer ist als du, dass du dem eine runterhauen kannst? Also ich denke mal, mein Sohn ist zum Beispiel schon mal nicht körperlich schwächer. Der ist mit seinen 9 Jahren, also von sehr, sehr kräftiger Statur. Ja, das glaubst du nicht, das ist wahr. 2 Meter groß, oder? Nee, aber 1,50 Meter ist er schon und ich bin auch nicht die Größte. Und also da ist er mir mit Sicherheit nicht unterlegen. Und ich meine, Recht haben, gut, das Recht, ein wehrloses Kind praktisch zu schlagen, das hat keiner. Aber es ist so, wenn ich immer nur sage, es passiert irgendwann was und dann kommt nichts, dann denkt das Kind ja, dann kann ich immer machen, was ich will. Ja, dass es passieren muss, ist klar. Das ist schon klar, dass, aber ich muss deswegen doch keine Gewalt ansetzen. Das ist ja keine Gewalt. Ah, warte schon, ist für mich schon Gewalt. Nee, nein, also wenn ich jetzt... Da hast du ein bisschen wenig Ahnung, echt. Wenn man eine geknallt kriegt, das ist ganz klar körperliche Gewalt. Wenn jetzt ich dir Watschen geben darf, das ist mir Ozean wegen Körperverletzung, oder? Nicht unbedingt. Das kommt auf den Zusammenhang drauf an. Lass mal die Ellen mal fragen. Ellen, ich habe die Frage gestellt, hat Erziehung versagt, wenn Eltern Ohrfeigen austeilen oder gehört das dazu? Wie ist da deine Einstellung? Ja, ich denke, es gehört nicht dazu, dass man Ohrfeigen verteilt. Und ich fand diesen Titel auch etwas, er ist sehr provokant, dieser Titel. Denn ich finde, als Erziehungsmittel Ohrfeigen einzusetzen, Ohrfeigen kommen doch auch oft so aus dem Hüftgürtel nach dem Motto, es reicht, zack. Das ist im Allgemeinen ein Erziehungsmittel, das sehr aus dem Affekt herauskommt, was impulsiv ist und auch erzieherisch, glaube ich, nicht mehr bringt, als dass das Kind einfach zusammenschreckt, jetzt könnte es gleich soweit sein. Und ich glaube, eine Ohrfeige ist nicht unbedingt immer so dieses, dass ich das einfach androhe, dass ich das in Ruhe sage und dass es dann folgt, sondern die Ohrfeige ist meistens die Affekthandlung. Also, du hast 5 Kinder. Ich denke, ich versuche, meine Kinder nicht zu ohrfeigen. Wobei ich mit 5 Kindern und mit Beobachtung von anderen Eltern, man wird sehr barmherzig mit anderen Eltern und mit sich selber, weil man einfach mit 5 Kindern, die so auch ziemlich dicht aufeinander kommen, auch manchmal überfordert ist. Und wir als Eltern sind genauso überfordert wie jeder andere in jedem anderen Beruf, wie auch die Kinder, wie jeder. Und, du machst, wie gesagt, du hast 5 Kinder, das ist mit Sicherheit keine leichte Sache. Dir geht es also nicht um die gelegentliche Ohrfeige. Was machst du denn? Nein, spielen Schläge bei dir in der Kindererziehung eine Rolle? Ja,
Also die körperliche Züchtigung, wobei ich, ich das schlimm finde, wenn man zu Gürteln, Rohrstöcken oder ähnlichen Dingen greift. Also bei mir ist das so, dass ich das Kind, es gibt gewisse Situationen, ich wende erst die Erziehungsmittel an, wie konsequente Folgen, aus dem Zimmer vielleicht entfernen oder andere Dinge. Wenn alles dies nichts fruchtet, dann ist die körperliche Züchtigung ein Erziehungsmittel, was wirklich ein ganz großes rotes Stoppschild ist für die Erziehung, in der Erziehung. Lassen Sie mal ein Beispiel bringen, wie läuft das bei euch, wenn zum Beispiel dein Kind partout nicht hören will und du sagst, okay, jetzt kommt diese Konsequenz. Wie läuft das ab? Du hast gesagt, du machst das nicht spontan. Gibt es eine Vorbereitung? Machst du da eine Zeremonie oder was machst du? Ich sage, wenn du das jetzt nicht machst gleich, was jetzt dran ist, dann muss ich dir auf den Po schlagen. Und wenn er das denn noch nicht tut, dann werde ich ihn auf den Po schlagen. Nicht so, dass Streben zu sehen ist, dass es als Prügel und als Misshandlung, was ja auch festgehalten ist im Gesetz, gilt, sondern dass er einfach weiß, hier ist der Punkt erreicht, da höre ich auf. Und beim nächsten Mal, wenn ich das wieder sage, dann hört das Kind vorher auf, weil es weiß, ich werde mich da zu weit durchsetzen. Ja, nicht erst mal, Also bei dir ist es, hat es auch was mit einer länger anhaltenden Erziehungsstrategie zu tun, ja? Marika, siehst du das auch so? Ja, ich warne meine Kinder auch vorher. Wenn sie irgendwas gemacht haben oder angestellt haben, was nicht richtig ist, dann kläre ich meine Kinder darüber auf, warum man das und aus welchen Gründen man das eben nicht machen darf. Meine Tochter ist zum Beispiel gestern Mittag hingegangen und hat von meinem Sohn, wir haben einen kleinen Pool zu Hause aufgebaut und hat seine Turnschuhe da reingeworfen. Dann bin ich raus und dann habe ich zu ihr gesagt, das kannst du nicht machen, hab ihr erklärt, aus welchen Gründen man keine Turnschuhe in einen Pool wirft. Und dann kam... Erstens mal sind die Turnschuhe nass. Die Sohlen verbiegen sich. Das Wasser wird auch schmutzig, was ja wieder zur Konsequenz hat, dann kann sie nicht baden gehen. Das passiert aber eh. Die Konsequenz jetzt zum Beispiel dann eine Ohrfeige oder eine Tracht Prügel aus. Nein, da ja noch nicht. Da habe ich sie nur gewarnt. Und dann ging sie hin und hatte schmutzige Putztuch reingeschmissen. Da habe ich gesagt, so Fräulein, und jetzt hast du eine. Und seit der Zeit ist auch nichts mehr geflogen. Bringt dir das was? Hast du zum Beispiel, du bist alleinerziehend mit zwei Kindern, die sehr, sehr lebhaft sind. Ja. Bringt dir das unterm Strich was? Hast du mehr Zeit dadurch, dass du sagst, okay, Ohrfeige hat Vorteile, geht schnell etc.? Hast du weniger Stress? Nein, das hat mit geht schnell nichts zu tun. Ich denke, die Kinder wissen, wenn ich eine Ohrfeige oder einen Klaps gebe, warum sie das bekommen, und das finde ich auch sehr wichtig und das möchte ich betonen, dass beide Seiten, sowohl ich als auch meine Kinder, wissen, warum das passiert ist. Und wie reagieren Sie? Brigitte, kannst du das verstehen? Verstehen? Also mir passt das aus dem Affekt, dass ich das mache. Gut finden tue ich es nicht. Also ich erkläre meine Kinder einmal wieder, aber man kann das Kinder entweder vorher wegtun, dass sie es gar nicht so weit kommen lassen, dass das Geschirr doch in den Schwimmingpool reinfällt. Wiederum muss man teilweise das sehen, ein Geschirr doch kein gewaschen oder so, und dann macht das Kind halt das auch nach. Wie läuft das bei dir? Lassen wir sie gerade nochmal ausführen. Wie läuft das bei dir? Gibt es da so eine Grenze, wo du sagst, okay, so schwer, das sind die immer mal richtig heftige Prügel oder verteilst du Ohrfeigen aus? Nein, Prügel kriegen meine keine mehr. Also das bei weitem. Also mir rutscht die Hand aus und dann kriegt er eine auf den Hintern. Aber dann ist das nur, wenn ich am Ende meiner Kraft bin, wenn ich keine Nerven mehr habe. Das ist, wenn wir am Tag schon 10.000 Sachen daneben gegangen sind. Und die dann auch noch dazukommen und mich nerven, dann passiert es mir, dass der eine draufkriegt. Ja, findest du das aber dann richtig? Wenn du mit den Nerven fertig bist, ich gehe aber daraufhin zu meinem Sohn hin und sage ihm, es tut mir leid. Das habe ich daran, ich erkläre ihm das, warum das so gewesen ist. Er weiß, dass er was falsch gemacht hat, ich weiß, dass er was falsch gemacht hat und wir verzeihen uns gegenseitig. Ja, trotzdem, aber dann hast du doch deinen Ärger, den du einen Tag über hattest, auf dem Rücken deines Kindes ausgetragen. Natürlich ist es nicht richtig und daran arbeite ich immer noch, dass mir das dann irgendwann gar nicht mehr passiert. Okay, wir haben zwei Männer hier sitzen, die vorgeben, nicht zu schlagen. Die Männer haben ja traditionell gesehen die Rolle in der Familie so des Richters, derjenige, der auch für die Prügelstrafe zuständig ist. Florian, ganz außen, hast du das nicht nötig? Nein, das ist nicht eine Frage von nötig haben, aber ich bin der Meinung, dass Kinder lernen, insbesondere in Situationen, wenn man nicht glaubt, sie jetzt gerade zu erziehen, sondern Kinder lernen üblicherweise durch Erfahrung, durch Nachahmen. Und wenn Kinder lernen, dass Konflikte und in dem Moment so eine Auseinandersetzung, ob das jetzt der Turnschuh ist oder sonst was auch immer, wenn Kinder lernen, dass Konflikte letztlich mit Gewalt gelöst werden, und das ist nichts anderes als eine Lösung des Konflikts mit Gewalt, wenn man dem Kind eins hinter die Löffel haut,
Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn Kinder später, wenn sie größer werden, diese Erfahrung eben auch unter anderen Gesichtspunkten und bei anderen Themen wiederholen. Dann haben wir ja eben gehört, so auch als letztes Mittel, wenn nichts mehr anderes möglich ist. Wieso ist das bei euch nicht so? Habt ihr so ein braves Kind oder hast du starke Nerven? Oder? Nein, das ist weder ist das Kind furchtbar brav, noch habe ich besonders gute Nerven. Im Gegenteil, ich bin eigentlich auch eher ein impulsiver und ziemlich temperamentvoller Mensch. Nein, ich bemühe mich einfach, mich da wirklich an dem Punkt am Riemen zu reißen, weil ich weiß, ich bin stärker, ich bin körperlich überlegen. Ich finde es eine ganz dumpfe Art und Weise, auch ein Eingeständnis meiner Hilflosigkeit diesem Kind gegenüber, auf diese Art und Weise ihm zu reagieren. Schau mal, wenn das deine Tochter oder dein Sohn, ich habe das vorhin nicht mitgerichtet, entschuldige. Das war die Plane, ja. Wenn die nun die Turnschuhe da ins Schwimmbad sind, es wird doch irgendeinen Grund haben. Und sei es nur der, dass sie dich herausfordern will. Das ist doch die alte Kiste. Kinder, wenn sie mal den Klingelknopf gefunden haben, wo sie draufdrücken und dann klingelt es, dann freuen sie es und dann probieren sie es so lange, bis sie dann hinten hingekommen sind und die Grenze dann erfahren. Und das ist das Argument, was dann immer kommt. Kinder wollen ja ihre Grenzen sehen. Und dieser Satz, eine Ohrfeige hat noch keinem geschadet, den kann ich insofern überhaupt nicht nachvollziehen an dem Punkt, weil ich mir denke, wie wären wir denn, wie würden wir uns denn verhalten? Es kommt dann immer, der Satz kommt immer hinterher, uns hat's auch nicht geschadet. Ja, aber was wäre denn mit uns, wenn wir die Ohrfeige nicht gekriegt hätten? Machen wir mal mit dem Dominik weiter. Dominik, du bist von Beruf Erzieher in einem Kinderladen. Ja. Hast mit vielen wilden Kindern zu tun, jeden Tag. Gibt es für dich Situationen, wo du sagen würdest, okay, formal, rechtlich darf ich die Kinder nicht schlagen, aber manchmal bringen die mich so auf die Palme, da wäre eine Ohrfeige schon gerechtfertigt? Nö, auf keinen Fall. Ganz einfach aus dem Grund, ich möchte auch keine Ohrfeige kriegen, die tut einfach verdammt weh. Ich glaube, jeder vernünftige Mensch möchte nicht geschlagen werden. Es gibt für mich keinen Grund, jemanden zu schlagen. Also kein Kind. Wenn du wütend bist, was machst du? Oder kommt das nicht vor? Es ist oft so, dass ich Konflikte einfach so lösen kann, indem ich einfach meine Autorität ausspiele, die auch nicht von irgendwo her kommt, sondern die baut sich auf. Und wenn ich wirklich mal so sauer bin, das ist halt der Vorteil, irgendwie, dass wir da zu dritt arbeiten, dann gehe ich aus dem Raum und sage irgendwie, ey, kümmer du dich mal drum, ich gehe hier gerade die Wände hoch. Bums. Aber bei dir hat es schon was mit der Äußerlichkeit zu tun. Das heißt, keine Gewalt, keine körperliche Gewalt. Du hast bis jetzt keine Kinder. Wenn du eigene Kinder hättest, würdest du auch, sagen wir mal, diese gewaltfreie Schiene wirklich anstreben? Ja, auf jeden Fall. Strebst du die an? Strebst du die wirklich an, dieses gewaltfreie Ideal? Also ich denke, dass ein vorher angekündigter von dem Kind einfach auch zu entscheidender Akt der Züchtigung, dieser Klaps auf dem Po, es kann sich ja vorher entscheiden, ob er ihn will oder nicht, indem er sein Tun ändert oder nicht. Der ist auf jeden Fall nicht schlimmer oder vielleicht sogar besser oder nicht so schlimm wie zum Beispiel, wenn ich sage, du gehst mir so auf den Sack, weißt du, du gehst hier weg, du haust ab, ich kann dich nicht mehr sehen. Oder wenn du nicht aufhörst, dann falle ich um und muss ins Krankenhaus oder so diese Schiene. Dass man sagt, ich gehe kaputt, du machst mich kaputt. Ja, das sind alles Erziehungsmethoden. Ja, ziemlich beschissen. Ja, oder Liebesentzug, ich rede nicht mehr mit dir oder ich mache dich gar nicht mehr anfassen oder diese ganzen Dinge. Über die müsste man in diesem Zusammenhang auch reden. Und wenn ich da sage, du für diese Sache, die du jetzt tust, die darfst du nicht machen. Das geht nicht. Ich erkläre ihm, warum. Und dann, wenn ich ihn dann strafe für diese Sache, dann ist danach mein Verhältnis zu dem Kind nicht gestört. Das Kind, das läuft nicht vor mir weg oder hat Angst vor mir. Das ist für diese Tat, die es tut, gestraft worden. Deshalb habe ich es aber lieb und das kann das Kind auch differenzieren. Ich glaube, wir haben jetzt aus dieser Kindersicht, wie es bei Kindern ankommt, haben wir eine Wortmeldung. Jennifer. Ja, ich möchte da mal an die Eltern eine Frage stellen. Wie viel Zeit nehmt ihr euch für eure Kinder? Respektiert ihr die Bedürfnisse eurer Kinder und vor allen Dingen lasst ihr es auch zu, dass Kinder auch mal Aggressionen haben, die sie ausleben müssen und den Platz und den Raum brauchen sie auch dafür. Gebt ihr euren Kindern Platz und Raum dafür, Kinderaggressionen abzubauen? Ist natürlich, wenn wir das noch ein bisschen konkretisieren, auch eine Frage des Aufwandes. 5 Kinder zu haben ist was ganz anderes als 2 zu haben. Ne? 2 sind auch viel. Und so weiter. Wie ist das mit dem Erziehungsaufwand? Spart euch das, in Anführungsstrichen, dass ihr ab und zu mal hinlangt? Spart euch das Zeit? Ja? Oder würdet ihr sagen, zum Beispiel, das bringt unterm Strich überhaupt nichts? Bringt nichts. Also eben, muss ich dazu sagen, ich habe eben am Anfang eben auch die Meinung gehabt, dass es richtig ist,
ein Kind zu sagen, das darfst du nicht, und wenn du es tust, dann kriegst du eine drauf. Daraufhin hat es eine gekriegt und es ist immer hin und her gegangen und hat es trotzdem immer wieder auch getan. Jetzt erkläre ich mein Kind und wir haben eine viel liebevollere Beziehung, also alle drei, als vorher. Und mir bleibt eigentlich jetzt mehr Zeit, weil ich mich intensiver auf das Kind eingehe und die Kinder auf mich eingehen. Sie können verstehen, wenn ich mal nicht gut drauf bin, okay, halt müssen wir die Mama ein bisschen stehen lassen, dann gehen sie eben ins Zimmer und spielen. Und wiederum kann ich auf die Kinder eingehen, wenn sie so sauer sind, also dass die Aggression abbauen müssen, dass ich ihnen dabei helfe. Das klingt natürlich auf eine gewisse Art und Weise idyllisch. Findet ihr das auch? Dass das einfach so geht, dass man sich die Zeit nimmt und so weiter, auf die Kinder einzugehen, auch zu akzeptieren, wenn sie aggressiv sind. Habt ihr die Zeit dafür? Macht ja, ich nehme mir für meine Kinder sehr viel Zeit. Und sie haben auch mit Sicherheit genug Raum, ihre Aggressionen abzubauen. Und ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit meinen Kindern. Und wir haben eigentlich jetzt, bis auf ein paar Ausrutscher abgesehen, eine sehr, sehr gute Beziehung. Und ich habe meine Kinder auch von klein auf eigentlich immer als gleichberechtigte Partner angesehen. Und das war vielleicht auch so ein kleiner Fehler, weshalb dann also jetzt mal was kommen hat. Ihre Kinder Sie? Bitte? Hausen Ihre Kinder Sie, wenn es gleichberechtigt sind? Hauen die zurück? Hin und wieder ist das auch schon passiert. Haben Sie da keine Angst, wenn die Kinder mal 15 sind, dass die dann fester zurückhauen? Nein, ich denke, wenn Sie jetzt wissen, was Sie zu tun und zu lassen haben in diesem Alter, und ich denke auch weiterschauend. Ich denke mir nur, wenn ich jetzt den Kindern immer diesen Egoismus lasse, den sie haben, und wir machen das so und wir machen das immer so, und ich schaue dann mal weiter, wenn sie später im Berufsleben stehen, ja, dann macht der Chef die Tür zu und sagt, mit dir können wir nichts mehr anfangen. Wenn sie immer schnurstracks ihren Weg so geradeaus gehen. Das machen sie ja nicht. Man kann ja Grenzen so aussetzen. Ja, aber wer sagt mir, dass es nicht so sein wird? Lass mal eben rübergehen. Da sitzen drei junge Mütter, die vorgeben, sagen wir mal, gewaltfrei zu erziehen. Ja, bisher auch mit Erfolg. Also ich habe eine anderthalbjährige Tochter und habe die bisher noch nicht geschlagen und habe das auch nicht vor. Und ich finde eigentlich auch, ich sehe das also auch so, dass der Respekt vor den Kindern einfach nicht da ist. Wenn ich einen Partner habe und der reagiert nicht so, wie ich das gerne hätte, dann gehe ich auch nicht zu dem hin und schlage den. Da gehe ich mal bei den beiden Müttern auch davon aus, dass das so ist. Und ich kann nicht mit unterschiedlichen Maßstäben an Menschen gehen. Die Kinder sind genauso Menschen wie jeder Fremde oder der Partner oder der Vater oder die Mutter. Und ich bin einfach der Meinung, dass man auch ein Kind nicht schlagen darf. Einfach weil es das Recht darauf hat, sich selber zu entfalten. Und ich denke, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man einem Kind begreiflich machen kann, auch einem sehr kleinen Kind, dass es eben irgendetwas nicht tun darf, weil es gefährlich sein könnte oder wie auch immer, dass man das einfach nicht nötig hat. Und ich wüsste eigentlich wirklich mal gerne konkret, wie du reagierst, wenn dein Kind aus einem berechtigten Grund sauer ist auf dich und dich schlägt. Denn dann macht es das ja mit Recht, so lebst du ihm das ja vor. Nee, also meine Tochter, die macht das nicht mit Recht, sondern das ist also dann von ihr so eine Kurzschlusshandlung, die einfach so kommt, weil sie unheimlich impulsiv ist und das auch alles ausleben möchte. Das ist doch das beste Erziehungsmittel, was du haben kannst. Ich höre hier immer nur Strafe, Strafe, nein, nein, nein. Ich denke, man muss einem Kind einen Rahmen lassen, wo es so wenig Neins wie möglich hat. Es muss einen festen Rahmen geben. Aber die Neins müssen sich in Grenzen halten. Und wenn das Kind dann aus irgendeinem Grund, und es hat immer einen Grund, etwas tut, dann denke ich, muss man das hinterfragen. Man kann ja zum Beispiel auch ein Rollenspiel machen. Du kannst ja einfach mal die Rollen rumdrehen und dein Kind die Mutter sein lassen und du bist dann das Kind. Und ich denke mal, dann wirst du eine ganze Menge rausfinden, warum dein Kind sowas macht. Du kannst es ja im Gegensatz sogar für dich einsetzen, wenn das Kind irgendwas macht. Denn es gibt dir ja eine unheimliche Chance, rauszufinden, was es eigentlich will, in dem Moment, wo es sich auslebt. Deswegen finde ich das, in dem Moment, wo du das Kind schlägst, brichst du doch die Beziehung zu dem Kind völlig ab, wo man nicht mehr redet. Da wird auch kein Konflikt mehr gelöst. Ich denke nämlich auch, was vorhin gesagt wurde, war eigentlich alles sehr richtig. Aber der Konflikt ist in dem Moment nicht gelöst. Es ist einfach Batsch, die Ohrfeige, und damit ist das Thema am Ende. Und das Kind, da fällt eine Klappe. Gibt es bei euch, gibt es bei euch Situationen, wo ihr sagen würdet, da ist in Anführungsstrichen Gewalt die einzige Sprache, die Kinder verstehen? Da kann ich mich als Erwachsener nicht mehr verständlich machen. Ja, also ich denke, also von der Grundidee her oder von meiner Ansicht über Kinder und Erwachsene ist es eben ein Unterschied. Für mich ist ein Kind
genauso viel wert wie ein anderer Mensch, aber er ist nicht gleichberechtigt mit einem erwachsenen Menschen. Denn ich habe als Elternteil die Aufgabe, mein Kind zu erziehen. Deshalb heißt es ja auch immer noch Kindergarten und Erziehungsberechtigte und nicht nur Versorger und den Raum geben und das Kind macht sich schon irgendwie so, wie es eben ist. Sondern ich bin der Meinung, dass ein Kind erzogen werden muss und dass auch eine Gewissensbildung da sein muss, dass das Kind einfach lernt, was gut und böse ist. Und dass, wenn ich das Schlagen, das ist ja nicht so, dass ich mein Kind einmal am Tag verprügel oder einmal die Woche oder irgendwie so, sondern das ist einfach ein Erziehungsmittel unter vielen anderen, die genauso meine Autorität darstellen, wenn ich Liebesentzug mache oder aus dem Zimmer gehe oder das Kind aus dem Zimmer werfe oder zu anderen Leuten bringe, ich kann nicht mehr, ist auch ein Eingeständnis, ich will nicht mehr. Was sind denn deine Erziehungsziele? Ist Gehorsam ein Erziehungsziel? Ich möchte, dass mein Kind grundsätzlich mir gehorcht, ja. Dabei habe ich aber eine sehr große Verantwortung. Ich darf nicht willkürlich mit meinem Kind umgehen. Aber das hat doch was zu tun, was du mit dem Kind zum Beispiel vorhast oder womit du dich beschäftigst in dem Augenblick, wenn du sagst, du möchtest, dass dein Kind dir gehorcht. Ja. Ich merke immer, weil vorhin das Stichwort Zeit gefallen ist, ich merke immer dann, wenn ich den Kindern wirklich Zeit entgegenbringe, wenn ich sage, ich habe jetzt Zeit für euch und zwar Zeit dafür, was ihr wollt und nicht Zeit dafür, dass wir jetzt zusammen das machen, was ich will. Das danken sie mir und sie fressen mir aus der Hand. Es ist wirklich ein großer Unterschied, ob ich versuche, immer meine Birne durchzusetzen und immer vorgeblich selber am besten Bescheid zu wissen, wo es lang geht, oder ob ich auch mal gucke, was wollen die, oder versuche mich darauf einzustellen, auch mal versuche, diese Perspektive entgegenzunehmen. Ich meine, man muss sich das nur mal vorstellen. Ein kleiner Kerl, selbst wenn er 9 Jahre alt ist, es kommt von oben eine Hand und es knallt. Es kann sein, dass es noch nicht mal körperlich furchtbar wehtut, aber es ist eine entsetzliche Entwürdigung. Man muss sich das mal vorstellen. Stell dir mal vor, du gehst in eine Bank und hast zum 6. Mal deinen Kontoauszug falsch ausgefüllt und dann kommt einer von hinterm Tresen und haut dir eine runter dafür. Wahrscheinlich wird der Bankangestellte dann auch wütend sein. Was machst du denn? Du kannst dir zwar vornehmen, dich zu schlagen, vielleicht hat der Bankangestellte sich das auch vorgenommen. Nur, was macht er, wenn er wütend ist? Was machst du? Bringt dein Sohn dich nie richtig auf die Palme? Nein, ich rede ja niemandem, will ja niemandem das Recht auf aggressive Impulse oder wie man das in der Fachsprache nennt, nehmen oder streitig machen. Ich glaube, dieses Recht hat jeder. Aber ja, was machst du ganz gezielt, wenn dein Sohn zum Beispiel hingeht und irgendwas kaputt macht? Ja? Mittlerweile kennt er wahrscheinlich auch Zeichensprache, Effenberg und so. Ne? Diese Geschichten, er provoziert dich, macht Sachen kaputt, die dir wichtig sind. Wie reagierst du, wenn du wütend wirst? Was kriegt er von dir zu hören? Was kriegt er zu spüren? Ich bin sauer. Ich sage ihm das auch, dass ich stinke sauer bin und dass es überhaupt für mich keinen Sinn macht, dass er jetzt dieses Ding da kaputt gemacht hat, weil ich mich wahnsinnig ärgere, weil ich Zeit damit verbringen kann, es wieder zu reparieren oder rumrennen darf oder Geld ausgeben muss, um was weiß ich, Ersatz zu beschaffen. Das versuche ich ihm zu sagen, aber ich komme ihm doch nicht mit meiner körperlichen Überlegenheit. Also das ist doch noch ein Unterschied. Im Übrigen, also akzeptiere ich das auch, wenn da noch jemand sagt, also gut, mir ist mal die Hand ausgerutscht. Also das kann ich ja noch irgendwo nachvollziehen, obwohl ich es auch ablehne. Aber die Geschichte zu rechtfertigen, da ist für mich eine Schwelle überschritten. Das ist eine Nummer zu viel. Und deswegen habe ich mich auch so namenlos geärgert über dieses Interview, was der Herzog gegeben hat, wo er gesagt hat, er hätte seinem 9-monatigen Jungen, nachdem er nicht begreifen wollte, dass ihm die Stehlampe auf den Fuß fallen kann und wehtun kann, ein paar hinter die Löffel gehauen. Das ist irre. Warum ist ein Mann, der in diese Position kommt, sich nicht darüber im Klaren, welche Worte er da in die Öffentlichkeit streut? Das wird genau die Stammtischpädagogik forcieren, die dann auch prompt von einem allseits bekannten Blatt, Massenblatt, aufgegriffen wurde und gesagt wurde, jawohl, Heuchelei um eine Backpfeife ging es. Da ging es um die Antwort, die vom Kinderschutzbund dann da geäußert worden ist. Ich meine, ich fand diese Antwort auch etwas verkrampft, aber wenn jemand so hergeht und sagt, man soll den Kindern an der langen Leine lassen, aber gelegentlich muss es auch einen Ruck geben und dann fallen sie auf die Schnauze, dann haben sie ihre Grenze erkannt. Nee, also das bitte nicht für mich als Vorbild. Du hast mir nicht gesagt, was du machst, ne? Ob du schreist oder sonst irgendwas machst, aber jetzt ist noch jemand anders. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also du sagst keine Schläge, auf keinen Fall, aber du musst ja in irgendeiner Form schon deinem Kind Grenzen setzen. Die Grenzen, das würde ich jetzt gerne mal hören.
Ja. Weil ich glaube einfach nicht, dass wenn du jetzt sagst, oh, ich ärgere mich jetzt, dass es kaputt gegangen ist, naja, gut. Ich werde schon, ich bin mitunter schon ziemlich laut geworden auch. Und ich begreife auch zum Beispiel, dass wenn einer anfängt rumzubrüllen, das ist fast so wie eine Ohrfeige, wenn nicht gar genauso, weil es nämlich laut ist und wehtut. Als der Max mir da reagiert hat, indem er einfach diesen hier gemacht hat, da habe ich gemerkt, was Sache ist. Und da habe ich aufs Maul gehalten und habe gesagt, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ja, was war das? Ja. Es ist ihm deutlich zu machen. Ich habe zum Beispiel ziemlich viele so technische Gerätschaften, weil ich halt für den Rundfunk arbeite und Hörfunk, und da sind laufend Tonbandgeräte mit feinen Kipphebelchen, die können wunderbar abbrechen. Der Max hat seine ersten 3 Jahre lang an dieser Wand mit diesen vielen Geräten gespielt. Er hat nie etwas kaputt gemacht. Es ist mir gelungen, ihm vom Anfang an klar zu machen, was das Wort ganz vorsichtig heißt, dass das was bedeutet. Ich denke, das ist auch ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist, wie du vorhin gesagt hast, klar, der Konflikt ist für den Moment erstmal beendet, er ist nicht gelöst. Aber du kannst über einen langen Zeitraum, kannst du, denke ich, sehr wohl es den Kindern deutlich machen, dass hier eine bestimmte Grenze überschritten ist, die, wo es auch nicht ihr Ding ist, sondern es ist deins. Und wenn du ihren Bereich als ihren respektierst, hast du auch den Anspruch, deinen Bereich als deinen zu respektieren. Das kann man Kindern deutlich machen, aber ohne Ohrfeigen. Ja, also ich denke, das war jetzt eine Sache, wo jetzt für deinen Sohn nicht gefährlich war. Aber ich stelle mir jetzt einfach mal vor, es passiert eine Situation, wo für das Kind extrem gefährlich ist und ich muss in blitzschnelle reagieren. Dann ist ich kann da nicht auf jahrelang erklären und es ist jetzt, also jetzt, was machst du in so einer Situation? Ja, ganz bestimmt nicht ihm eine runterhauen. Nein, aber ehrlich, was soll, ich meine, wir können hier in der Hypothese, selbst das, also selbst wenn das Problem wäre, wenn Gefahr im Verzug ist, Kind Hand auf die Herdplatte oder wird beinahe vom Auto überfahren, wenn das wirkliche Problem ist, braucht man die Sendung dann nicht zu machen. Schock, so wenn ich so nah dran bin, dass ich ihm eine klatschen kann, dann kann ich auch die Hand von der Herdplatte wegnehmen. Dominik, die Gefahr der Eskalation ist ja drin. Du musst doch zwangsläufig, müsste man doch, oder wird immer gesagt, muss man die Dosis erhöhen. Ja? Du hast mir erzählt, du hast als Kind auch kräftig Prügel bezogen. Mhm. Hast du das mitgekriegt, dass du abgehärtet warst plötzlich gegen bestimmte Schläge, dass die Dosis erhöht werden musste? Nicht? Nö. Also ich hab ganz normale Arschfolz gekriegt von meinem Vater irgendwie, so richtig mit Psychoterror, so dass wenn ich irgendwie bei meiner Mutter Scheiße gebaut habe, dass sie dann gesagt hat, ja, warte, bis Papa kommt und so. Und dann durfte ich halt in meinem Zimmer warten, und das ist ein ziemlich ätzendes Warten, dieses bange Warten. Jetzt in einer Stunde kriegst du nämlich das Arsch voll. Meine Mutter hat irgendwann gemerkt, dass sie nicht mehr kräftig genug ist, und hat mir immer mit einem Holzkochlöffel auf dem Arsch rumgeprügelt. Die obligatorischen Ohrfeigen habe ich auch bekommen, meistens beim Essen. Das passt jetzt auch ganz gut zu dem Titel dieses Abends. Irgendwie, eine Ohrfeige hat noch keinem geschadet. Jedes Mal, wenn ich nicht aufessen wollte oder wenn ich was nicht probieren wollte, habe ich sofort eine geschallert gekriegt. Das hat nämlich jetzt zur Folge, dass ich echt nichts probiere. Meine Nahrungspalette ist dermaßen eingeschränkt, es ist echt zum Kotzen. Brigitte, du mit deinen 2 Kindern, hast du das festgestellt, dass du gelegentlich härter draufgehauen hast, um, sagen wir mal, vielleicht dann doch noch zu den gewünschten Zielen zu kommen? Ja. Ja, das war also, ich habe das mal zur Zeitschrift gelesen, da hat so ein Psychologe geschrieben, über, deshalb eben die Schläge, also die Schaden, wenn man die Kinder auf Finger gibt, und ich habe gedacht, was schreibt denn der für einen Schmarrn? Und ich war auch fest überzeugt, wenn der Thomas an die Palme hingegangen hat, ich habe ihm auf die Finger und dann hat er das zu lassen. Er ist immer wieder hingegangen und ich habe immer wieder drauf gehaut und ich habe immer fester drauf gehaut, so wie der das geschrieben hat. Bis ich gemerkt habe, das macht ihm überhaupt nichts auf. Und dann habe ich gemerkt, bei mir ist was falsch drinnen. Ich muss umdenken, entweder stehe ich eher auf, dass er gar nicht bis zur Palme geht und ich lenke ihn ab, dass er das gar nicht macht. Aber irgendwas ist mir eingefallen, dass er das nicht mehr gemacht hat, ohne dass ich drauf war. Und dann hat er die Palme auch uninteressant gefunden. Wie verhindert ihr, dass ihr über die Stränge schlagt? Ja, ich denke, die sind alles so, das sind alles Mittel, die machbar sind und die wende ich auch an. Und ich würde für mich auch sagen, dass ich sehr viel Zeit mit meinen Kindern verbringe. Ich habe mir auch sehr viele Kinder gewünscht, um eben ganz für die Kinder da zu sein, weil ich das mit einem Kind und dann nicht arbeiten eben auch etwas langweilig gefunden hätte. Und wenn man dann aber mit 5 Kindern
zum Beispiel losgeht und es heißt, man soll die Kinder zu Ende spielen lassen und man soll warten, bis sie auch so weit sind. Und wenn ich dann mit 5 Kindern zu einem Termin will und jeder meint, er könnte gehen, wann er möchte, dann kommen wir nie los. Ja, du bist doch sehr ehrlich. Du hast gesagt, wenn ich mit meinen 5 Kindern zu einem Termin will. Vielleicht wollen die gar nicht zu dem Termin. Ja, wenn wir jetzt aber einen Termin haben, der wichtig ist, das Leben geht nicht nach den Kindern. Ja, das Leben ist genau die Frage, worüber wir hier diskutieren. Ja, ob das natürlich. Leben nach den Kindern geht oder nach den Erwachsenen. Nein, das Leben geht nicht nach den Kindern. Ich bin der Meinung, es sollte nach den Kindern gehen. Auch die Erwachsenen können von den Kindern eine ganze Menge lernen. Immer noch bei der Eskalation. Aber das Was Kind kommt? Ist nicht mein Tyrann. Also nicht, dass die Kinder mich tyrannisieren. Wenn wir einen Arzttermin haben, wir müssen dahin. Dann haben die Kinder zu gehen. Und wenn sie es nicht verstehen, dann werde ich ihnen das begreiflich machen mit meiner Autorität, weil ich die Mutter bin von den Kindern. Das finde ich aber nicht so autoritär, wenn du ihm eine Schallers. Ich habe mich gesagt, dass ich jedes Mal, wenn wir zum Arzt gehen, ihm eine Schallers schaue, wo ich meinen Kindern sowieso kann. Aber dann sage ich, ja, 5-mal gebe ich ihm die Chance, dass er es selber macht und beim 6-mal mache ich. Die Zeit habe ich nicht. 5-mal meine also das sage ich, bitten. Ja, das mache ich unterwegs, sage jetzt ziehst du aber aus und ziehst den Schlafanzug an. Beim Rückweg mache ich es nochmal. Und wenn er immer noch spielt, sage ich, du, aber jetzt ziehst du es dann an, weil sonst mache es dann ich. Und beim nächsten Mal mache ich es halt dann. Marika noch, was machst du als nächstes, wenn die guten Worte nicht mehr helfen, wenn die erste Ohrfeige zum Beispiel auch nicht gefruchtet hat? Gibt es da bei dir so eine Abstufung, wo du sagst, nein, ich rede ja erstmal, bevor es den Klaps gibt und dann danach, wenn es dann nochmal passiert, dann wird erst nochmal geredet. Aber dass ich da so jetzt wirkliche Gewalt anwenden würde, das nicht. Da gibt es also keine härteren Strafen, nein, die du anwendest? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Und dann am Tag, wo sie richtig überfordert sind und sauer sind und so, auch nicht. Nee, das kann man nicht vorstellen. Aber ich wollte. Es gibt noch eine Wortmeldung. Wo war die? Beim Harald drüben. Ja, ich bin auch Mutter von 5 Kindern und das ist genau die Altersspektrum wie bei ihr. Und ich muss sagen, wir haben jetzt einen Umzug hinter uns und beruflich einiges zu viel. Und bei uns ist es so, wir haben 5 sehr verschiedene Kinder. Ich habe eins, das brauche ich bloß mal anschauen. Dann fallen und kullern die Tränchen, da brauche ich gar nicht mal hier locker die Hand. Und währenddessen derjenige, das Kind davor, das ist so ein Kind, so mit sich irgendwo auch nicht ganz zufrieden von Anfang an, von Geburt an. Der hat ständig versucht, an seine Grenzen zu stoßen. Und da habe ich dann sehr zeitig gemerkt, dass ich das sagen muss. Also bis hierhin, Kind, das geht nicht weit und das war das 4. Und dort ist mir die Hand ausgerutscht und da habe ich hinterher kein schlechtes Gewissen gehabt, weil der echt probiert hat, Mutter, wie weit kann ich gehen? Und ich finde, das hat auch nicht nur mit Zeit, wie viel Zeit ich für die Kinder habe. Die haben schon, also zumindest besser gesagt, die Eltern leben in Grenzen und die Kinder werden später Grenzen haben. Woher sollen die das lernen, wenn sie nicht in der Familie ist, schon in einer Form von, die lebt in der Gesellschaft und wenn die Kinder da nicht Grenzen gesetzt bekommen, wie wir im Bekanntenkreis auch welche haben, da mischt ein antiautorerzogenes Kind eine ganze Klasse auf, wo die Klasse nicht mehr in der Lage ist, ordentlich Unterricht zu machen. Das hat Form angenommen, wo Leute dann auch nicht mehr damit umgehen können. Also du würdest sagen, Kinder fordern das auch, ja? Ich habe eben schon gesagt, wir haben einen Tisch mit 3 jungen Frauen, die sagen, also bei uns funktioniert das ohne autoritäres Gehabe, ja, oder ohne, sag mal, die Ausstrahlung einer großen Autorität und auch ohne Körperstrafen. Wie setzt ihr denn Grenzen? Also ich finde es ganz wichtig, wenn man, wie gesagt, Zeit für die Kinder hat. Wenn man den Kindern was zutraut und nicht immer gleich sagt, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, sondern man muss die Kinder lassen, den Kindern was zutrauen. Was mich einfach mal interessiert, wenn du deine Kinder züchtigst, was geht danach in deinen Kindern ab? Was geht da ab? Also ich denke, die Formulierung war richtig. So willst du auch verstanden werden als Züchtigung. Gezielt und bewusst eingesetzt, ja. Das ist für das Kind ein ganz großes Stopp, hier geht es nicht weiter. Ja, und wenn das fruchtbar ist, warum musst du es immer wieder tun? Ich muss es nicht immer wieder tun. Ja, und dann müssen die Kinder doch mal sagen, jetzt bin ich erzogen, jetzt bin ich gut, also Mutter hat mich wieder geschlagen. Also mein Kind, warum sind es dann Wiederholungen? Mein Kind wird nie gut sein, genauso wenig wie ich je gut sein werde. Hier ist keiner im Raum, der gut ist. Ja, und meine Erziehung wird auch nie hundertprozentig sein, weder ihre noch meine. Nur wenn ich zum Beispiel einen Sprössling habe, der meint, oder der nicht meint, der einfach einen Tobsuchtsanfall hat, ja, und mich da im Kaufhaus rummacht wie ein Blöder. Und ich gehe mit ihm dahin, wo mich keiner unbedingt sieht, denn ich mache das durchaus nicht in der Öffentlichkeit, wo ich dann Voyageure habe.
Dem Kind ist das peinlich. Ja, genau. Das ist ein intimes Ding, geschlagen. Das ist schlagen. Das meistens ist eigentlich egal, egal ist, wo es an jemanden aufkriegt, sondern dass es eher ihnen peinlich ist. Also ich würde sagen, nein, das mir wäre es zu peinlich, wenn ihr in der Straßenbahn oder irgendwo anders mein Kind an ihr draufgeben würdet. Aber das wäre mir echt. Wie reagieren, deine Kinder? Also ich habe das jetzt leider nicht in der Straßenbahn, weil ich auf dem Dorf wohne, ich habe es im Garten gehabt. Ja? Und da hatte ich es ziemlich leicht, mit dem Kind hinterm Busch zu gehen. Das Kind sagte, ich will jetzt 50 Pfennig, ich will jetzt einkaufen. Ich habe gesagt, ich will erstmal eine Reihe Erdbeeren zu Ende pflücken. Da hat es sich hingestellt, ich habe gesagt, mein lieber Junge, ich pflück mal eine Reihe Erdbeeren zu Ende und dann wirst du das Geld bekommen. Und dann hat er da geschrien, dass er die benachbarte Schule, da das ist so laut war, dass es die wohl meinte, ich stören können. Da habe ich gesagt, lieber Gerrit, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann muss ich dir einen auf den Popo hauen. Da hat er sich hingesetzt und ist still gewesen. Ja, und der hat doch einen Wut gehabt, der muss doch das auch irgendwo verkraften. Der ja, er muss aber lernen, auch mit seiner Wut umzugehen. Ja, aber die und muss doch raus. Zu halten. Nein, es also, muss nicht jede Wut raus. Wenn du deine Kinder schlägst, wie reagieren die? Versuchen die Schläge abzuwehren oder warten die, bis der Schmerz eintritt? Oder wie läuft das ab? Kommen sie demütig angetrottet bei dir? Nein, die kommen nicht demütig angetrottet. Wie machst du das? Du grapschst sie dir und dann legst du sie übers Knie? Oder wie machst du das? Ja, die kriegen einen hinten drauf, jawohl. Ja, mach und danach, mit übers Knie danach ist es so, dass das Kind aufhört zu toben oder so rumzubölken. Bei meinen ist das so. Und es ist so... Die heulen also nicht, schreien rum, sind nee, es meistens ist es dieser Zorn, dieser unbändige Zorn, ja, der sie nicht mehr zuhören lässt, der sie immer weiter den Mist machen lässt, der nicht gut ist für die anderen Geschwister oder für die Situation, wo ich mir sicher bin, das hat zu unterbleiben. Danach geht dieser Zorn weg. Du darfst dir Kind keine Gefühle zeigen. Natürlich darf das Kind Gefühle zeigen. Also Wut ist doch auch ein Gefühl. Natürlich ist Wut ein Gefühl, nur es darf nicht überhand nehmen. Ich kann auch meine Wut zeigen, deshalb darf ich aber auch nicht hier rummachen, wie ich will. Schreien Sie nicht? Mein Kind darf auch schreien, das kriegt nicht für jedes Schreien einen Hint drauf. Ich habe doch gesagt, ich schlage mein Kind nicht täglich und das ist eine Rasselbande, die durchaus also dann ist ein Tag, wo Sie schlecht drauf sind? Nein, das hat nichts mit schlecht drauf. Es hat mit Grenzen, die von vornherein festgesetzt sind, die Kinder kennen, wo sie dem anderen schaden, wo sie irgendein Ding, was vorher besprochen ist, total blockieren. Vielleicht sage ich auch, dann bleibst du zu Hause, wenn es möglich ist. Bloß wenn das alles nicht möglich ist, das ist ein Erziehungsmittel. Das ist nicht das Mittel der Wahl, das Mittel, was alle Probleme löst. Es ist aber ein Erziehungsmittel, was einzusetzen ist. Es ist also nicht so, als wenn die Kinder jeden Tag mit Schlägen zu rechnen hätten. Es gibt zum Beispiel die Auffassung, ja, dass die Prügelstrafe die Würde des Kindes verletze, auch schon eine Ohrfeige. Wie steht ihr dazu? Ja, auf jeden Fall verletzt ist die Würde. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn da so ein Typ ankommt oder eine Frau halt irgendwie, die sind zweimal so groß wie du und ballern dich weg. Stell dir mal vor, da kommt jemand an, der ist irgendwie, oh, naja, 3,50 Meter groß irgendwie. Das ist so absolut entwürdigend von so einem, das ist ein Scheiße. Das Kräfteverhältnis ist doch überhaupt nicht gleich. Was ist denn das für eine Art, irgendjemand, der so klein und so schwach ist, zu verprügeln oder einen Klaps also auf den Popo? Ich verprügle meine Kinder, das möchte ich auch wirklich differenzieren. Ich schaller sie auch nicht und die fliegen auch nicht durch die Fenster. Ja, aber darum geht es doch. Die Grenzen sind doch ungeheuer fließend. Und ich kann mich nur noch mal wiederholen. Kinder lernen durch Erfahrung. Und wenn sie lernen, dass Konflikte durch letztlich ist es körperliche Gewalt lösbar sind, dann werden sie diese Erfahrung, auch wenn sie erwachsen sind, wiederholen. Nur werden sie dann eben leider Gottes andere Mittel zur Verfügung haben. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir uns umschauen und in einer derartig gewalttätigen Umgebung uns plötzlich wiederfinden. Ja, aber ich denke, die Prügelstrafe ist allenthalben eher weniger geworden als früher und trotzdem ist unsere Welt nicht besser geworden. Es ist überhaupt nicht wahr. Es werden Jahr für Jahr 400.000 Kinder so geprügelt in diesem Land, dass sie körperliche Folgeschäden davon tragen. In unserem Volk ist die Prügelstrafe an sich verpönt und überhaupt nicht mehr, ja, das kann man auch eine Heuchelei also zurückführen. Was vollkommen klar ist, es ist für Kinder statistisch gesehen wahrscheinlicher, in einem Elternhaus aufzuwachsen, wo sie Schläge kassieren. Darf ich noch mal kurz? Ja? Sie sagen wegen der Erziehung, das ist eine Maßnahme, die Schläge. Die im Kindergarten, also der Klaps auf den Po oder ein Schlag, also der gehört zur Erziehung dazu. Dem Kindergarten, die Erzieher gehören auch zur Erziehung dazu oder die Lehrer auch. Die dürfen auch nicht zuhauen. Wollen Sie, dass die jetzt auch wieder zuhauen dürfen?
Nee, also ich denke nicht, dass auch ohne ich denke schaffen. Auch nicht, dass grundsätzlich Schläge zur Erziehung dazu gehören. Denn ich habe auch mein ältestes Kind ist so ein Kind, das mit den Augen lenken kann. Wenn ich nur sage, ich bin traurig, dann lässt es das. Ja, das gibt sehr unterschiedliche Kinder. Und ich hatte auch diesen Erziehungsansatz. Also das habe ich voll im Griff mit meiner Art. Ja, ich gucke es an und sage, das möchte ich nicht. Schon mit 2 Jahren, ich würde das besser finden. Dann lief die Geschichte. Dann kam der zweite dazu und das war so einer. Aber immer Rambazamba von Anfang an. Der wollte Grenzen erfahren. Da musste ich ganzes Stück umlernen, um überhaupt, ich merkte, ihm tut's besser und mir tut's besser, wenn ich Grenzen abstecke. Da ist ja nur ein Mittel, die Gewalt. Also den kann ich doch nicht ja, aber nur blau. Du bist doch die Einzige, die sich dieses Mittel der Gewalt herausnehmen kann. Denn stell dir mal vor, dein 5-jähriger Sohn kommt auf dich zu und sagt, so, jetzt zeige ich dir auch mal deine Grenzen und langt dir eine. Das ist doch unrealistisch, das stimmt doch hinten und vorne nicht. Mein Kind soll mir auch nicht meine Grenzen zeigen. Lassen wir jetzt mal zum Verhältnis zwischen Kindern und Eltern. Ich bin das Elternteil. Zwischen Kindern und Eltern kommen. Und da möchte ich Mutter und Tochter begrüßen. Ja, Frau Detel Seifert und die Claudia. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Außerdem haben Sie jede Menge zu sagen hier. Stichwort antiautoritäre Erziehung, auch diese langfristige Beziehung Mutter-Tochter. Wie ist das bei Ihnen? Das klingt dann so ein bisschen nach Idylle. Also zunächst mal möchte ich sagen, dass ich konsequent gegen jede Gewaltanwendung in der Erziehung bin. Wenn wir alle der Meinung sind, dass Kinder menschliche Wesen sind, wie du und ich, Zweibeiner, mit einer Menschenwürde, dann können wir doch im Grunde gar nicht mehr vertreten, dass wir gewalttätig gegen sie vorgehen und unsere Interessen auf diese Weise durchsetzen. Das kann einfach nicht sein. Das darf nicht sein. Und dann, finde ich auch noch, kommt man in eine zusätzliche Schwierigkeit. Eine Ohrfeige hat noch keinem geschadet. Eine, zwei vielleicht, drei. Wo sind Grenzen? Wie doll? So, also die Grenzziehung ist ganz schwierig und unter Umständen kommen die Leute dann miteinander, Kinder und Erwachsene, wie auch Erwachsene untereinander, in eine wirkliche Gewaltspirale und ihre Hemmschwellen verschieben sich zugunsten von Gewalt. Und das finde ich ganz schwierig und ganz problematisch. Also, Kinder haben eine Menschenwürde und die hat man einfach zu respektieren. Und wenn man sie schlägt und auf diese Weise sich durchsetzen will, dann kann es nicht gehen und es darf nicht sein. Und dazu wollte ich noch mal gerne etwas vielleicht sagen. Vielleicht noch Ihre Tochter, Claudia. Ja, nur zu Ende. Es heißt ja nicht, dass wenn man nicht ohrfeicht, dass man keine Grenzen setzt. Dass ohne Grenzen zu setzen, geht gar keine Erziehung. So, wo Menschen zusammenleben, müssen dem Einzelnen Grenzen gesetzt werden. Nur wie man sie setzt, darum geht es. Claudia. Warst du dir dessen bewusst, dass du, sagen wir mal, im Prinzip bewusst ohne Schläge, ohne körperliche Gewalt erzogen wurdest? Also dadurch, dass ich nicht geschlagen wurde, habe ich zum Beispiel meine kleinere Schwester nicht schlagen dürfen und habe das natürlich auch irgendwie logisch gefunden. Also ich denke mal, wenn man mit zweierlei Maßen misst, also wenn man seinem Kind verbietet, in der Schule oder was weiß ich, in anderen Auseinandersetzungen keine Schläge zu verteilen, nur weil es Stärke ist, auch einem Schwächeren keine Schläge zu geben, ist es unlogisch, wenn man sein Kind schlägt. Also ich meine, sonst kann man einfach, also ist man dann unglaubwürdig in dem Moment. Und ich denke auch, selbst kleine Kinder können sehr gut 1 und 1 zusammenzählen. So. Die Frage, schadet es oder schadet es nicht, steht im Raum. Wir haben eine Expertin da, Familientherapeutin, Frau Anheier. Frau Anheier, gibt es noch Kollegen von Ihnen, die sagen, eine Ohrfeige schadet nicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne natürlich nicht alle Kollegen von mir. Aber die gängige Meinung ist heute, dass Schlagen heute zu einem Erziehungsstil nicht mehr dazugehört. Und ich möchte sehr unterstreichen, was vorhin auch gesagt wurde. Das heißt natürlich nicht, dass Kinder keine Grenzen gesetzt bekommen, wie in der antiautoritären Welle, die angesprochen wurde, sondern ganz im Gegenteil. Kinder brauchen Grenzen. Aber Kinder suchen ja ihre Grenzen nicht, um die Eltern zu ärgern, sondern weil sie die Grenzen brauchen, um sich in dieser für sie sehr chaotischen Welt zurechtzufinden. Sie beraten Kinder wie auch Eltern. Wie sieht das denn jetzt aus mit dem Eltern-Kind-Verhältnis? Gibt es da langfristige Folgen, zum Beispiel Hassgefühle, seelische Schäden etc.? Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß von vielen Erwachsenen, die sehr, sehr darunter gelitten haben, dass sie geschlagen wurden, die dann merken, was vorhin auch angesprochen wurde, dass sie so selber wieder in eine Gewaltspirale reinkommen und selber schlagen. Das ist ja eigentlich schon ausführlich diskutiert worden.
Was ich noch wichtig finde, ist, dass so dort, wo geschlagen wird, ein ganz wichtiger heimlicher Miterzieher ist, nämlich die Angst. Kinder lassen dann das Verhalten, was nicht erwünscht ist, ja nicht aus Einsicht. Die kapieren das ja vielleicht immer noch nicht, wenn sie kleiner sind oder auch wenn sie größer sind, sondern sie lassen es, weil sie Angst haben, weiter gestraft zu werden. Aber sie sind dann sehr wütend, sie fühlen sich sehr unterlegen. Sie haben also eine Ohrfeige, ist ja eigentlich der sprichwörtliche Schlag ins Gesicht. Das ist sehr demütigend, entwürdigend und so weiter. Und die Kinder merken, dass die Eltern hilflos sind. Und das heißt dann, die Kinder lernen eigentlich, wenn jemand hilflos ist, dann muss man schlagen. Und das wird dann halt weitergeführt. Also wenn es so klar ist, dass die Schläge schaden, dann stellt man sich die Frage, warum ist die Prügelstrafe in der Familie nicht gesetzlich verboten? Paragraph 1631 im Bürgerlichen Gesetzbuch gibt den Eltern nach wie vor das Recht, ihre Kinder zu schlagen, zu züchtigen. Da hat man in den letzten 10 Jahren versucht, von wegzukommen. Es gibt jetzt einen Gesetzesvorschlag, der in Bonn im Bundestag auf dem Tisch liegt. Dort heißt es dann allerdings nicht, Züchtigungen sind verboten, sondern es heißt, körperliche und seelische Misshandlungen sind unzulässig. Bei uns jetzt Heinz Hilgers, Präsident des Kinderschutzbundes. Wenn dieses Gesetz so durchkommt, und es wird von Regierungsseite immer gesagt, das ist eine wirkliche Verbesserung, können wir den Kindern in den Kindergärten oder in den Schulen dann sagen, hört zu, geht nach Hause und sagt den Eltern, ihr dürft uns nicht mehr schlagen, das ist jetzt verboten? Nein, überhaupt nicht. Also dieses wäre keine Verbesserung, weil Misshandlungen sind ja sogar nach dem Strafgesetzbuch schon verboten. Die werden richtig bestraft in unserem Land, wenn man sie feststellen kann, Täter und Opfer, dann gibt es eine saftige Strafe. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, würden Sie den Kindern das erzählen in der Schule und im Kindergarten? Nein, das kann man mit dem Gesetzentwurf nicht. Das ist eine Mogelpackung der Bundesregierung. Wir brauchen ein Gesetz, in dem drin steht, dass Kinder gewaltfrei zu erziehen sind. Dass körperliche und seelische Strafen für Kinder nicht zulässig sind. Und dies ist auch, dazu hat sich die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet. Sie hat nämlich die UN-Konvention zum Schutz der Rechte der Kinder unterzeichnet. Und da steht das drin, dass in allen Mitgliedstaaten seelische und körperliche Strafen für Kinder verboten werden sollen. Sie versuchen ja schon seit einigen Jahrzehnten diese Formulierung ins Gesetz zu bringen. Kinder sind gewaltfrei zu erziehen. Wollen Sie damit, wenn das Gesetz wäre, würden Sie die Eltern von Kadi vor den Richter bringen? Nein, das ist überhaupt nicht das Ziel. Deswegen wollen wir auch nicht, dass das ins Strafgesetzbuch kommt, sondern es soll ins bürgerliche Recht. Die Eltern sollen sich aber nicht darauf berufen können, das sei ihr gutes Recht, die Kinder zu schlagen. Der Gesetzgeber habe es ihnen sozusagen gestattet und ihnen ausdrücklich erlaubt. Und ich denke, wissen Sie, wir diskutieren jetzt über eine neue Verfassung. Da hat Hans-Jochen Vogel in der Verfassungskommission den Vorschlag gemacht, diesen Grundsatz auch ins Grundgesetz zu nehmen. Kinder sind gewaltfrei zu erziehen. Das ist leider von der Mehrheit abgelehnt worden. Aber der Tierschutz, der wird in die Verfassung kommen, der Kinderschutz nicht. Damit fühle ich mich nicht wohl in unserem Land, das will ich deutlich sagen. Danke, bis hierhin. Wie sieht das aus? Welche Auswirkungen hätte das für euch, wenn wir jetzt dieses Verbot hätten? Wärt ihr damit einverstanden? Wahrscheinlich eher nicht. Was hätte das für Konsequenzen auf eure Erziehungsstil? Ich denke eigentlich immer, dass ein kleiner Klaps auf den Po, wenn hinterher die Welt wieder in Ordnung ist und nur das Kind gezeigt bekommen hat, hier, das darfst du nicht. Und hinterher man wieder dicke Freund ist und sich mit dem Kind wieder blendend versteht, dass das also keine Gewalt sein kann. Wenn im Gesetz stehen würde, Züchtigungen sind verboten, Kinder sind gewaltfrei zu erziehen, würde es dir schwerfallen, dieses Gesetz einzuhalten? Ja, dann müsste man mir die Kinder wegnehmen. Weil seelische Gewalt ist schon da, wo ich sage, du sollst das Eis nicht haben. Das ist doch schon sehr... Ja, wie will ich das denn... Also das sind Bagatelle, das sind Bagatelle. Also mit solchen Beispielen können wir... Es ist aber unheimlich schwierig. Es ist jetzt schon schwierig, das Gesetz... Ich meine, Sie wollten das ja auch nicht ins Strafgesetz haben. Aber jetzt schon schwierig, überhaupt dem nachzugehen, wo wirklich Misshandlungen vorliegen. Es geht doch aber auch noch um mehr. Ich denke, es geht da an dem Punkt noch um mehr. Es geht gar nicht so sehr darum, die Eltern jetzt irgendwie straf zu verfolgen, wenn sie ihren Kindern ein paar hinter die Ohren hauen. Sondern es geht erstens, denke ich, um ein Signal. Und es geht zweitens darum, dass in diesem Land endlich mal ein Umdenken erfolgt, dass man sich anfängt, Gedanken zu machen, und zwar sozusagen coram publico Gedanken zu machen, wie mit den unterschiedlichen Bedürfnissen von Erwachsenen und Kindern umgegangen wird, und zwar so umgegangen wird, dass nicht die Eltern bzw. die Erwachsenen sich letztlich auf ihre körperliche Stärke berufend dann Macht über die Kinder ausüben, sondern dass sie die Kinder wirklich als Menschen respektieren und sich an einer
Art und Weise mit den Kindern auseinandersetzen, wie auch Sie wünschen, dass ich mit Ihnen auseinandergesetzt werde. Okay, das wäre dann in dem Moment ein sehr langer Text fürs Gesetz. Wärest du dafür, explizit zu sagen, Kinder sind gewaltfrei zu erziehen? Sehr wohl. Und noch den einen Satz dazu, körperliche Strafen sind unzulässig. Dominik, wie ist das bei dir? Denkst du, das ist der einzige Ausweg? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, bisher ganz gut, was du schon zweimal gesagt hast, ist, wie man Konfliktlösung halt vorgelegt bekommt. Ich habe dadurch, dass ich noch einen 4 Jahre jüngeren Bruder habe, konnte ich mich wunderbar an ihm austoben. Ich habe wirklich die herbsten Sachen mit ihm gemacht. Ich bin in der Schule aufgefallen, ich bin 4-mal sitzen geblieben, weil ich dann nichts auf die Reihe gekriegt habe und ewig die Kleineren unterdrückt habe. Das ist natürlich auch nicht allzu schwer gewesen, wenn man halt 2 Jahre älter ist als der Rest der Klassengemeinschaft. Ich habe ungeheuer Probleme mit meiner eigenen Aggressivität gehabt und seit ich 16 bin, habe ich niemanden mehr geschlagen. Irgendwann ist es mir bewusst geworden, was tue ich meinem Bruder da eigentlich an, und mir ist dieser Prozess halt klar geworden, dass ich das von meinen Eltern gelernt habe, wie man solche Konflikte löst. Und dann bin ich rüber zu ihm gegangen in sein Zimmer und habe ihm gesagt, ich schlage dich nie wieder, und musste schwer schlucken dabei. Und dann bin ich halt wieder zurück in mein Zimmer gegangen und das war's dann. Und seitdem habe ich auch nie wieder jemanden geschlagen. Wir sind immer noch bei dieser Gesetzesgeschichte. Wie sieht's denn aus? Erziehung wird in der Allgemeinheit immer als Privatsache angesehen. Soll der Staat da schon wieder eingreifen? Es gibt so viele Regelungen, so viele Gesetze. Wie würdest du das sehen? Ich weiß nicht, ich habe immer ungute Gefühle dabei, wenn zu viel vom Staat kommt irgendwie. Der Staat sollte nicht so viel kontrollieren. Da muss mehr Prävention geleistet werden, mehr Aufklärungsarbeit, damit die Leute von selbst darauf kommen, was sie da eigentlich tun. Also ewig alles zu reglementieren, ich meine, das bringt doch nichts. Mord ist verboten, Raub ist verboten, es geschieht trotzdem. Und wenn Kinderschlagen verboten sein sollte, dann wird es trotzdem weiter passieren. Das muss von innen her kommen. Gehen wir nochmal rüber zu dem Tisch. Wie sieht das denn bei euch, wie sieht das denn bei euch aus? Glaubt ihr, das würde wirklich was bringen? Also ich denke, das ist relativ schwierig, sowas auch zu kontrollieren, weil es auch toleriert wird von der Gesellschaft rundherum. Wenn man beobachtet, wenn Kinder geschlagen werden, dann tauchen alle dran vorbei und das gehört als zum Erziehungsritual dazu. Also ich denke auch, was mit der Prävention gesagt worden ist, das finde ich sehr wichtig. Also vielleicht sollte man auf manchen Wickelkurses verzichten und dafür mal junge Eltern darauf vorbereiten, was auf sie zukommt, wenn ein Kind zu erwarten ist. Denn ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, mit 5 Kindern einen Termin einzuhalten. Das macht Stress, das kann ich sehr wohl nachvollziehen. Ich habe zwar nur eine Tochter, aber ich weiß es sehr wohl. Aber es ist noch lange keine Veranlassung, das, was ich als Erwachsener weiß und kann, dann abzulassen an dem Jüngeren, der es noch lernen muss. Und das Beste, was ich tun kann, ist mit meinem ganzen Verhalten das vorzuführen. Alles, was die Kinder annehmen und lernen, das nehmen sie am allerersten von mir selber an, mein Kind, von mir. Ich bin praktisch eine wandelnde Litfaßsäule, ständig und dauernd. Mit dem auch, was ich nicht tue und was ich nicht sage, präge und manipuliere ich mein Kind, auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch einen bestimmten Konsens, dass Schlagen in Ordnung ist. Vielleicht hier gibt es auch noch eine Wortmeldung. Ich wollte noch mal kurz sagen, also dass es meiner Meinung nach auch um das Selbstbewusstsein des Kindes geht, weil ich finde, dass so ein Verbot natürlich wahrscheinlich nichts bringt, weil, wie gesagt, die Institution keinen Einblick in die Familie hat und weil man ja wahrscheinlich auch eher in der Wohnung schlägt als im Supermarkt. Aber ja, das denke ich auch. Aber glaubst du, es würde so die Bereitschaft der Leute, das aus dem Erziehungsspektrum rauszustreichen, fördern? Ein Unrechtsbewusstsein erstmal in die Köpfe der Leute vielleicht bringen. Und dann denke ich, vielleicht sollte man auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, also es müsste vielleicht auch bezirksmäßig Kinderhäuser geben, analog zu Frauenhäusern zum Beispiel. Also wenn man sich betrachtet, was das gebracht hat, was es den Frauen gebracht hat an Freiheit, wenn Kinder nicht mehr weiter wissen, tagtäglich geschlagen werden, wem sagen sie es irgendwie? Wie kriegen sie überhaupt das Gefühl, dass sie da mit heiler Haut rauskommen, wenn sie sich wehren? Wo sollen sie hin? Sie haben keine Möglichkeit. Sie haben zwei, also meist ja nur einen Elternteil. Wo sollen sie hin? Okay, da muss ich direkt mal aufgreifen und muss sagen, es gibt noch einen Hinweis für Sie zu Hause. Und zwar haben sich Kollegen aus der Doppelpunkt-Redaktion die Mühe gemacht und sich einen Überblick verschafft, was es so an Beratungs- und Hilfsmöglichkeiten gibt. Und es gibt dann von uns eine Adressen- und Literaturliste. Die können Sie haben. Schreiben Sie uns, Adresse ist eingeblendet. Und mit der Bitte, frankierter Rückumschlag, Sie kennen das und so weiter, dann ist diese Liste bei Ihnen. Dann haben Sie hoffentlich auch diesen Überblick.
Wir kommen bald zum Ende, ein bisschen Zeit haben wir noch. Der Ausstieg aus dieser Gewaltspirale, wo ja auch gezeigt wurde, das geht von Generation zu Generation weiter. Ist das jetzt eine Utopie? Ist das schön? Ich meine, schön wäre es ja, ne? Wenn keiner seine Kinder mehr schlagen müsste und so weiter. Ist es möglich, dass man sich, sagen wir mal, längerfristig darauf einigt? Oder wie seht ihr das, Brigitte? Natürlich geht es. Also gehe jetzt seit 2 Jahren ins Kinderschutzzentrum, einmal in der Woche regelmäßig. Der Thomas kriegt dort Spieltherapie. Und die Gespräche, also bin am Anfang hingegangen und habe jeden Tag geweint, also jede Woche halt geweint und habe mir gedacht, ich bin eine Mutter, die es nie schafft oder so. Heute gehe ich hin und denke, wenn ich zurückschaue, wie weit ich schon gekommen bin, mit welchem Ziel. Und das weiß ich, dass wenn ich noch weiter hingehe, dass ich das ganz schaffe, dass ich gewaltfrei erziehen kann. Dominik, was hätte passieren müssen, damit deine Eltern umdenken? Oh, keine Ahnung. Also die sind ziemlich spießig drauf gewesen. Da hast du in ihren rechten Kopf halt nichts reingekriegt, ne? Ich schätze, mein Vater hat irgendwann mal aufgehört, irgendwie, weil er gemerkt hat, dass ich immer größer geworden bin. Und dann auch in eine ziemlich linksextreme Szene reingerutscht bin. Und ich habe mir dann irgendwann auch hat gemerkt, ich werde mir das nicht mehr gefallen lassen. Und seitdem hat er mich nicht mehr geschlagen. Aber ich denke, es ist mittlerweile auch ein Lernprozess, hat bei ihm stattgefunden. Dummerweise habe ich als Kind zum Beispiel, ja, das finde ich auch sehr wichtig, was man so einem Kind irgendwie seelisch antut. Ich habe einen dermaßenen Hass auf meine Eltern gehabt irgendwie. Ich wollte von meinen Eltern nichts mehr wissen irgendwie. Jetzt bin ich so drauf, dass mich meine Eltern, speziell meine Mutter, fast gar nicht mehr interessieren. Es geht jetzt langsam wieder so los, dass ich was aufbauen kann. Das ist aber auch wirklich sehr verlangsamt. Und ich weiß nicht, wenn ihr das von euren Kindern irgendwie mal, wenn ihr das von euren Kindern erwartet oder das haben wollt, ja, dann schlagt weiter. Rechnet ihr damit, dass eure Kinder das euch später mal vorhalten werden? Das denke ich nicht, nein. Weil ich das ja nicht so, wie er das erlebt hat, anwende. Ich habe es ja auch nicht täglich gehabt. Ich kann es auch nicht genau sagen, als Kind ist eine Woche ein Jahr. Ja. Vielleicht viermal eine Arschvoll im Monat oder so. Ja. Aber schon, und das hat aber auch schon gelangt. Wie du das bezeichnest und mit welcher Massivität, also in dieser Art und Weise mache ich das bei meinen Kindern nicht. Und wo ich merke, das ist auch nicht das Mittel, wo ich dann letztendlich auf Biegen und Brechen und auf Tothauen mein Ziel durchsetze. Ja? Das ist genauso wie jede andere Konsequenz oder Erziehungsmittel. Das ist nicht das Allheilmittel. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann muss ich mir überlegen, was mache ich dann weiterhin? Damit habe ich immer noch nicht alles im Griff. Und ich weigere mich also standhaft, in eine Ecke gedrängt zu werden, wo man behauptet, ich würde immer mehr schlagen, ich würde jetzt demnächst den Kochlöffel oder einen Teppichklopfer rausholen, weil das alles nichts mehr bringt. Ich bin der Meinung, nein, das werde ich nicht tun. Marika? Weil ich das mit nicht aus dem Affekt heraus mache, sondern als Mittel, was also echt selten passiert, was ein ganz großes Stoppschild für das Kind bedeutet ist. Was nicht Irrtum ausgeschlossen, sagst du, weil du es wirklich als Prinzip anwendest und sagst, das kann nicht schief gehen. Ich denke aber, dass es nicht diese automatische Gewaltspirale ist, dann haue ich heute noch mal 3-mal mehr drauf, dann wird es vielleicht klappen. Sondern ich denke mir da auch schon einen Teil bei. Marika, ohne Gewalt deine Kinder groß zu kriegen, ohne Schläge? Ja, ich habe es ja am Anfang versucht. Und leider hat das nicht geklappt. Aber ich denke auch, wenn sie mal älter sind und zurückschauen auf die Zeit, dass sie dann sagen, in manchen Punkten hat meine Mutti doch damit recht gehabt. Also glaubst du, langfristig gesehen werden sie dir vielleicht sogar dankbar sein? Nein, dankbar vielleicht nicht, aber dass sie... Naja, ist das so ein Spruch, du wirst mir irgendwann mal dafür danken. Nein, man will ja von den Kindern keinen Dank haben, sowas kann man nicht erwarten. Aber ich denke, dass sie das heute schon einsehen, warum das so ist und mit zunehmendem Alter auch dann richtig verstehen lernen können. Bis zu welchem Alter wollen sie ihn zuhauen? Bitte? Bis zu welchem Alter wollen sie ihn zuhauen? Am liebsten gar nicht mehr. Warum tun sie es dann? Weil es nötig ist. Und wenn es mit 15 noch nötig ist? Dann muss ich das auch mit 15 noch machen. Das wird aber so nicht hinhauen. Man lässt das werde ich dann sehen. Das tut mir leid. Das werde ich dann sehen. Florian. Nein, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich denke, die Auseinandersetzung, die ihr mit euren Kindern... Ist nur die langfristige Perspektive. Nein, nicht die langfristige Perspektive. Ich will aber wenigstens hier nochmal unterbringen, dass es auch darum geht, den Kindern auch zuzuhören und ein bisschen nach den Motiven der Kinder sich zu orientieren und nicht immer zu meinen, Mann als Vater oder Mutter hätte nun den Stein der Weisen gefressen und wüsste ganz genau, was richtig ist. Liebe Leute. Unseren Kindern auch. Vielleicht mehr wie du.
hören. Ich auch. Ich auch. Liebe Leute, der Abspann ist durch. Wir müssen hier raus. Ich bedanke mich. Es ist so eine Krux mit den Veränderungen im privaten Bereich. Da können wir noch sehr lange drüber diskutieren. Ich weise gerade noch mal darauf hin, die nächste Doppelpunkt-Live-Diskussion, die gibt es am 11. August bei Kollegin Susanne Herwig. Dreht sich dann alles um die Frage, was ist eigentlich noch pervers? Gleich ein interessantes Thema. Worum es in der nächsten Doppelpunkt-Reportage geht, das sehen Sie direkt im Anschluss. Das war's von hier. Danke, dass ihr da wart, dass ihr mitdiskutiert habt. Tschüss. 100 Jahre wird Firma Meier. Drum gibt es heute eine Riesenfeier. Die Stimmung steigt dank Alkohol. Grüß dich. Grüß dich. Auf uns. Zum Wohl. Ach, Frau Schmidt, ich heiße Heimer. Ich heiße Susi. Hier stört uns keiner. Nachdem man tief ins Glas geschaut, fällt leicht, was man sich sonst nicht traut. Durch Sympathie und Sekt befreit, sind sie schon bald zu mehr bereit. Stopp. Doch zögert Susi noch ein wenig. Ach, Susi, nein. Ist das denn nötig? Mit so einem blöden Gummiflutsch ist doch das schönste Feeling futsch. Das Schönste ist, am nächsten Morgen froh aufzuwachen. Ohne Sorgen. Und auch Heiner sieht jetzt ein, so ein Gummiding, das muss schon sein. Wo Alkohol und Amor walten, da heißt es, klaren Kopf behalten.